Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Solo-MC. Komm schon mal auf die Bühne. Lass mich dir ein, zwei Fragen stellen. Deine Jungs und Mädels hast du anscheinend schon mitgebracht. Alles gut bei dir? Ja, immer. Immer. Hast du Heimvorteil? Nein, Digga, ich komme aus Köln. Aus Köln, auch einen weiten Weg auf dich genommen? Ja, auch ein weiter Weg. In welche Richtung wird deine Musik gehen? Also der Track für heute ist ein sehr besonderer Track. Ich hoffe, dass der auf jeden Fall zündet und dass die Menge abgeht. Ich hoffe es auch. Ich drücke dir die Daumen. Hamburg, macht Lärm! Yeah. Okay, wir können loslegen. Yeah. Hamburg. Ich bin ein bisschen müde geworden. Ja, nicht so müde. Aber ihr müsst mir bei der Hook mithelfen, okay? Ist ganz einfach. Yeah. Oh, oh, es zu dem, darf ich mich vorstellen, Serx? Ich bin zu kontrovers. MXK ist meine Gang, aber das Konto leer. Also hol ich mir, was mir zusteht. Lass es mir danach gut gehen. Raptex geht in die nächste Runde gut. Jeder kann meinen Schub sehen. Touché und ich bringe Hit nach Hit. Selbst den Hatern fällt es schwer, bei ihnen nicht mitzusehen. Selbst den Bitches fällt es schwer, nicht auf mein Dick zu springen. Mach den Scheiß hier nicht bequem und gib nen Fick auf Klicks. Guck, die Hut steht still, dreh den Sound laut auf, wenn sie hören, ich bin gerade on air. Fühl mich wie im Actionfilm, alle rasten aus. Bin kein Star für sie, doch dafür viel mehr. Ich will von der Radio ins Radio, Baby. Radio, Baby, alle Radio, Baby. Kauf mir mit dem GEMA Cash ein Cabrio, Baby. Cabrio, Baby, Cabrio, Baby. Ich will von der Radio ins Radio, Baby. Radio, Baby, Radio, Baby. Kauf mir mit dem GEMA Cash ein Cabrio, Baby. Cabrio, Baby, Cabrio, Baby. Ich will von der Radio ins... Aufwachen, Hamburg, aufwachen! Wo sind die Hände? Stimme voller Energie, schreibe Blöcke voll mit Texten, Celavi, bis die Stifte qualmen wie die MIG. Füll mal Gin nach Pudi, das ist Therapie. Karamellisierte Haut nur dank dem Melanin. Fick mal Spotify Charts und die Fake Songs. Wer von ihnen tritt so wie ich auf ner Stage auf? Meine Gang ist voller Player wie die Gamescom. Wir übernehmen schon. Die Hut steht still, dreh den Sound laut auf, wenn sie hören, ich bin gerade on air. Fühl mich wie im Actionfilm, alle rasten aus. Bin kein Star für sie, doch dafür und viel mehr. Ich will von der Radio ins Radio, Baby. Radio, Baby, Radio, Baby. Kauf mir mit dem GEMA Cash ein Cabrio, Baby. Cabrio, Baby, Cabrio, Baby. Ich will von der Radio ins Radio. Digga, Hamburg. Props, Props von meiner Seite. Props von meiner Seite. Danke dir. Aber ich muss sagen, während ich gedanklich schon im Cabrio saß und an der East Coast lang gefahren bin, habe ich gedacht, was ist mit Milo los? Der hat gar keine Miene verzogen. Ich küsse deine Augen, Bruder. Dankeschön, Bruder. Vorab erstmal. Ich glaube, die Leute denken auch, Digga, guck mal, du hast ja vorhin gesehen, wo die Popbeats gespielt worden sind, ist keiner abgegangen. Also so ein richtig Hip-Hopper hier, weißt du? Ich finde vorab erstmal auf jeden Fall riesige Props zu mir, dass du dich hier hinstellst ohne Autotune und dass du hier so dein Ding durchziehst. Weißt du, was ich meine? Du hast die Leute gefordert, guck mal, du hast die Leute gefordert, du hast die Stadt mit einbezogen. Meiner Meinung nach hast du alles richtig gemacht, nur... ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass der Track sich aufgenommen geiler anhört als live. Für mich ist es jetzt kein Live-Ding so, aber
so Mucke machen kannst du auf jeden Fall. War es ein bisschen schüchtern, aber das ist meine Meinung. Eine, okay. Eine, gut, ich danke dir, eine ganz gegensätzliche Reaktion habe ich von Nico erstmal gesehen. Der hat nämlich, ist schon fast aufgestanden und hat Beifall gegeben. Manu kommt, Manu darf auch nicht. Okay, also ich sag, win, ey. Lauf nicht weg. Ich bin hier. Komm her, komm, nee. Komm hier vorne. Komm mal her, wo? Win. Komm, stell dir ins also, Licht. Guck mal, okay, ich muss sagen, dass... Nee, komm, dahin. Dass du das Medium Gesang genutzt hast, ist frech auf einem Hip-Hop-Konzert, aber nice. Ne? Und es ist halt... Du hast es nice gemacht, das Einzige, was mich gestört hat, ist, du warst ein bisschen zu defensiv bei deiner Performance. Weil du hast gesehen, die Leute haben mehr Spaß an dem Ding gehabt als du, so sah es aus. Aber ich fand's nice. Ich fand's nice und ja, ich find's gut. War nice. Ich möchte mal eine Frage stellen, ja. Wie viel der Auftritt ist das für dich? Zweiter Auftritt. Und ich finde, dann hat er wirklich mal einen Applaus dafür verdient. Weil... Ich bin so ein bisschen, ich meine, Hip-Hop entwickelt sich, es gibt immer mehr Einflüsse, immer mehr Möglichkeiten, es ist auch alles richtig. Ich finde den Song, den du gemacht hast, ist der erste richtige Song, den ich heute gehört habe. Aber, da hat er vollkommen recht, Performance war einfach eine glatte 6. Und das ist schade, weil eigentlich musst du hier mit viel mehr Power auf die Bühne kommen, dann füllst du das auch aus. Aber ich bin genau bei den anderen, dass ich fand den gut. Ich schließe mich da an. Guck mal, wenn du hier ein bisschen mehr Gas gegeben hättest, ne, wärst du mit einer 1 hier runtergegangen. Ja, definitiv. Okay, ja, ich verstehe das. Alles gut. Jetzt gehst du mit einer 2 minus. 2. Ja, aber die gebe ich dir auch. Ich kann, darf ich, also ich möchte das nicht entgegnen. Ihr habt recht. So, ne? Ende. So. Ich kann aber, um dieses Autotune-Rapper-Image mal vielleicht abzulegen, vielleicht auch nochmal Hard 16 droppen, so, wenn Manuel das unbedingt möchte. Was sagen die Verantwortlichen? Ich hab aufs richtige Pferd gesetzt, Digga! Ja. Aber okay, ey. Komm! Okay, ich bin bei dir. Darf ich? Überzeug jetzt, komm. Ach so. Geh los. Pass auf. Ich nehme Anlauf auf die Szene und ich gebe ihr einen Dropkick in die Fresse. Digga, echtes Leben, das sind keine Comicfilmsequenzen. Sag, wer wollt sich mit mir messen? Ich bin teuflisch, wenn ich rappe. Du willst hart sein, dann kaschier mal deine College-Teen in die Fresse. Bleibe offensiv, besteche ein paar Cops, bevor sie weg sind. Schaufel dir dein Grab, sie helfen mir, das Mordmotiv zu decken. Welche Fotze will dich retten? Zerr dich raus aus deinem Maserati. Ab jetzt krieg billig Pop ne Schelle, nenn mich Manu Abi. Jetzt ist Finish mit dem Afro-Trap und Dancehall. Fick auf Primo, du bist der den Trends hinterher folgt. Freunde zu verraten, endet diesmal schmerzvoll. Diese Rechnung war zu lange auf dem Kerbholz. Und sie sagen, Serx macht Disses für Promo. Fick Mütter auf den Tracks, das ist ja wohl ein bisschen niveaulos. Er hofft sich dadurch ein paar Klicks als seine dicke Belohnung. Ich geb keinen Fick und wart auf dich in deiner eigenen Wohnung. Wir sehen uns. Besser hätte ich nicht sagen können. Serx, dicker Respekt. Vielen Dank für die Performance. Du hast auf jeden Fall die Bühne rasiert und das Publikum von dir überzeugt.